recht schönen guten Montagmorgen, der 7. März, wünscht euch der Bauerhause. Ihr habt schon gesehen, es ist wieder ziemlich frisch heute Morgen. So, komm, lauf, lauf, komm. Lauf, komm. Licht nicht angedreht im Stall. Warum ist es so finster hier? Ja, Batterie voll geladen. Ja, weil jetzt, ich denke, seit Freitag angehängt habe, vergessen, das Ladegerät abzuhängen. Also mehr laden kann man sicher nicht mehr. Aber starten werde ich jetzt nicht, das kommt dann später. Nur mal abhängen. Gut. Ich zeige euch das schnell. Neben der Furche fahren und der Pflug wird auf die Seite genommen, auf die Seite gedrückt. Und ich pflüge nicht tief. Ja, der Service am Pöttinger diesen Winter hat sich bezahlt gemacht. Der Flug ist gut gelaufen. Wir haben den gut eingestellt. Ich habe neue Werkzeuge montiert und wir haben ihn bei Bierjalchenflü die Flugkörper auch wieder schön gleichgestellt. Die waren verstellt und jetzt ist er schön gelaufen. Wunderbar gepflügt. Ja, siehst du, 3:50 Uhr. Ich habe Kaffee mitgenommen, aber nichts davon getrunken. Jetzt gehe ich rein, trinke ab der Thermosflasche Kaffee und dann hänge ich noch die Bodenfräse an und bearbeite da zwei Grünstreifen, die wir auch pfluglos sind. Also dort werden dann Kartoffeln angebaut und ja, muss da ein bisschen klein zerhackt werden. So. Batterie geladen. Ich bin eigentlich guten Mutes, dass er jetzt startet. Probieren wir mal. Ja, noch. 2-3 Monate Stillstand, wenn die Batterie geladen ist, startet er. Ja, der wird nur umparkiert, weil ich will da hinten diese Bodenfräse Klingenrotor, sagt man vielleicht, ja, diesen Klingenrotor anhängen am 3/11, um dann da das Gras ein bisschen zu bearbeiten. Grasstreifen, die vom Kürbisanbau noch sind. Ich habe da 3 Streifen durch das Kürbisfeld gemacht und die stören jetzt im Kartoffelbau fluglos. Also wieder umparkieren und abstellen. Gute alte Sahne, jawohl.
zeige euch da das Gras, das ich mit dem Güttler gelöst habe. Und jetzt sind so grobe Stücke, also wie sagen die Mutter. Auf Hochdeutsch weiß ich nicht, wie man das sagt. Und probiere ich zu verkleinern. Und hinten sieht das so aus. Immer noch groß genug. Aber ich fahre da vielleicht nochmals durch. Weil ich möchte nicht, dass nachher dann die Kartoffelstauden überwachsen werden mit Gras. Ja, und hier ist noch viel schlimmer. Abgeschert vom Güttler. Freunde, verrückte Transporteure. Viertel nach acht bekomme ich noch Gülle geliefert. Ein 939er fährt mit dem Bossini. Und dem Chauffeur. Schon wieder leer. Ja, und mit diesem kurzen Video, Viertel nach acht, 20 nach acht, verabschiede ich mich. Wir haben jetzt die 100 Kubik Gülle erhalten. Mehr benötigen wir nicht mehr im Moment. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Man sieht sich. Und ich muss noch was erklären. Ich sage immer, nicht vergessen, abonniert meinen Kanal. Und ich sage auch immer, liken. Das heißt, du kannst, wenn du YouTube schaust, kannst du mir einen Daumen hoch geben. Und das ist mit liken gemeint. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und schreib mir noch was. Das freut den Bauerhausi. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.